Hier muss es sein, das Grab von Wilhelm Fischer, einem Mann, einem Maler, der mir, dem fast 50 Jahre Jüngeren, viel gegeben hat und den ich sehr verehre. Es dauerte nicht lange und er nahm wieder den Pinsel in die Hand, um das festzuhalten, was ihm neue Hoffnung und Kraft verlieh. Der Liebreiz des neuen Wohnortes, die Menschen, Baulichkeiten und die Landschaft, die schon bald zu seiner neuen Heimat werden sollten und ihm... Es ist neben dem Schloss nicht der einzige Reiz, den ich entdecke. In einer Schleife windet sich der hier schon stattliche Fluss um den Ortskern herum. In einer großen Schleife umschließt die Moldau die Stadt, die mit ihrem Schloss und den vielen malerischen Winkeln gern mit dem deutschen Rothenburg verglichen wird. Das Mädchen aus dem Böhmerwald, die Frau in Tracht, eine Krummauer Dame. Erwartungsvoll nehme ich die betriebsame Atmosphäre und die Ausstrahlung der Barockfassaden des Marktplatzes in mir auf. Der winterliche Kirchgang mit der hohen Eingangstreppe oder die herbstliche Stimmung im Schatten der Kirchenmauern. Ein Motiv, das Fischer immer wieder zum Pinsel greifen ließ, immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln und zu allen Jahreszeiten. In diesem Teil der Stadt weist mich Dr. Franz auf ein kleines Haus hin, in dem Fischer in den 30er Jahren gewohnt hat. Ich kann jetzt verstehen, dass er später in Wolfhagen seiner Malweise treu geblieben ist. Immer wieder gegenwärtig werdend durch die vielen hundert Bilder, die Wilhelm Fischer den Menschen im Wolfhager Land und in Böhmen hinterließ. Dort, wo alles begann.